Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Highlights von Metamorphosis. Unser heutiger Redner ist Karl Reiter von der Forschungsgesellschaft Mobilität. Er ist einer der Mitbegründer von der FGM und einer der Projektkoordinatoren vom Metamorphosis-Projekt. Danke, Melanie. Ja, grüß Gott. Ich darf Sie heute zu einem Webinar oder euch zu einem Webinar empfangen von einem besonderen Projekt, weil es gibt ja viele EU-Projekte, aber ganz wenige, wo so viel gelingt, so viel zur Umsetzung gekommen ist, wie im Projekt Metamorphosis, wo es darum geht, kinderfreundliche Straßenräume zu schaffen, Kinder zur aktiven Mobilität zu bewegen und das wieder mit der Hilfe von Kindern. Das war der Ansatz und das Projekt Metamorphosis läuft jetzt schon etwa 3,5 Jahre und geht mit Ende dieses Jahres zu Ende. Und ich erzähle darüber, über unsere Ansätze und was besonders gut gelungen ist in den verschiedenen Orten. Die Höhepunkte des Projekts, eigentlich, wie hat es angefangen? Man kann sagen, das ganze Projekt hat mit einer kleinen Raupe angefangen. Und der Raupe ist denkbar, dass es sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Sie kann zur größeren Raupe werden bis hin zur Monsterraupe. Und das ist das, was man viel in unseren Systemen bemerkt. Es geht ums Größer, schneller, schwerer und mehr vom Gleichen. In unserem Projekt Metamorphosis haben wir uns den Schmetterling als Logo-Figur genommen. Und da geht es eigentlich um die Verpuppung hin zum quantitativen Wachstum. Und das qualitativen Wachstum. Also das ist eine Veränderung, eine Transformation. Und das steckt da in dem Wort Metamorphose drinnen. Und es ist zwar manchmal ein bisschen komplizierter, aber es kann was sehr Schönes dabei herauskommen. Was wir aber derzeit sehen, vor allem in unserer Verkehrswelt, wenn man beispielsweise an die Verkehrsmittel schaut, ist die Entwicklung von der kleinen Raupe zur größeren Raupe bis hin zur Monsterraupe, genannt SUV. Und Ähnliches sehen wir, wenn wir auf die Verkehrsinfrastruktur schauen, von der kleinen zur größeren Raupe und zur Monsterraupe. Unser Ansatz fängt auch mit der Raupe an, also mit dem Straßenraum, hat aber dann diesen Verpuppungsprozess mit der Hilfe von Kindern, Visionen zu entwickeln, die visionäre Kraft von Kindern zu nutzen, in der Umwandlung der Infrastruktur. Sehr häufig kommt da, sieht man auf dem Bild, blau und grün vor, also mehr Bäume, Sträucher etc., mehr Wasser, mehr Spielräume auf der Straße hin zum Schmetterling, zu einer anderen Nutzung vom öffentlichen Raum, vom Straßenraum. Das ist eigentlich sozusagen der andere Ansatz, den wir mit der Hilfe von Kindern da in Metamorphosis verwirklicht haben. Naja, jetzt können wir sagen, okay, aber es gibt noch immer die Erwachsenen, auch wenn die Kinder sich das wünschen. Und da haben wir aber auch einen sehr erfreulichen Befund und witzigerweise von einer sehr unverdächtigen Quelle, nämlich vom Allgemeinen Deutschen Autoclub. Der hat in deutschen Städten Menschen befragt, ob sie sich vorstellen können, Flächen des motorisierten Kfz-Verkehrs zugunsten von Fußgängern und Fahrradfahrern neu zu verteilen. Und siehe da, und das war überraschend für den Allgemeinen Deutschen Autoclub, dass 2/3 der Befragten sich das vorstellen können. Also man ist da in einem sehr guten Meinungsklima, ist eine recht neue Umfrage und ist eigentlich bestärkend für das gesamte Thema der Umwandlung von Flächen, der Umwandlung von öffentlichen Raum und der Rückgabe an die Menschen. Wir im Metamorphosis haben die Kinder sozusagen als Katalysatoren, als Hilfe, als Hilfsmittel eingebunden, weil Kinder können gut Fragen stellen, können die Erwachsenen sozusagen emotionell auch gut ansprechen, bemerken aber, wenn irgendwas nicht funktioniert, können Dinge verbreiten. Also Kinder sind im kompletten Prozess eingebunden. Und der Jan Gehl sagt, es ist ein guter Indikator für einen öffentlichen Raum oder für eine Straße, wenn man da viele Kinder sieht. Das ist eigentlich war so eine Startthese von Metamorphosis.
Ja, aber wir haben natürlich auch Herausforderungen auch gehabt. Wir haben zum Projektstart gleich einmal ein zusätzliches Arbeitspaket von der Europäischen Union bekommen, des Namens Ethik. Und da geht es sozusagen, wenn man einbindet, vor allem so Gruppen, die jetzt nicht die jetzt in einem Sinn verletzbar oder sozusagen nicht selbst voll über sich bestimmen können, dann gibt es besondere Regeln. Und die haben wir müssen bestimmen und ethische Genehmigungen in jedem Land, das Partnerland war, einholen, dass wir das richtig machen, wenn Kinder Befragungen machen, wenn Kinder auf Bildern und Videos sind, etc. Und wir haben auch einen unabhängigen Ethikberater braucht an einer Uni, das war in der University of Southampton, der uns da geholfen hat, die Dinge richtig aufzusetzen. Also am Anfang war das sehr aufwendig und schwer, das einmal richtig aufzusetzen, aber dann ist es echt in Schwung gekommen. Wer hat alles daran gearbeitet? Verschiedene Städte, Southampton, in UK, Tilburg, Zürich, München, Meran, Graz, Alba Iulia und auch einige Universitäten, die University of Southampton, die TU in Dresden, der die Evaluierung gemacht hat und die angewandte Uni in Breda. Und es waren auch Consultants eingebunden, FGM koordiniert das ganze Projekt, Synergo aus Zürich, Öko-Institut aus Bozen und als Nachbarschaftsorganisation der Landwirbel aus Graz. Ja, welche Aktionsfelder haben wir gehabt? Wichtig, einer der wichtigsten Teile, temporäre Straßenöffnungen, Befreiungen vom Kfz-Verkehr, Interventionen aller Art im öffentlichen Verkehr, um eine neue Sichtweise auf den öffentlichen Raum zu kommen. Dann Lehr- und Lernmaterial, ganz wichtig, dass man die Sachen festigt und in andere Bereiche übertragt. Stärkung aktiver Mobilität, das war zu Fuß gehen, Radfahren gemeint, Kristallisationspunkte für Kommunikation und für Veränderungen und das Einbinden in die Planungsprozesse, da ist das Schlagwort SUMP. Ja, um ein Beispiel zu nennen, was die Stadt Southampton zu Wege gebracht hat, war eine Vereinfachung der ganzen Formulare, wenn man für Straßenpartys oder Straßenfeste oder eintägige Sperren für den Autoverkehr, das heißt Öffnung für alle anderen, einführen macht. Da war das üblicherweise sehr kompliziert, wie in vielen Verwaltungen. Da haben sie die ganzen Verwaltungsteilnehmer zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir das einfacher machen und haben es geschafft, auf einer Seite einen Kurzantrag alles entrümpelt, was da nicht notwendig ist. Wenn man sowas haben will, so ein Straßenfest, dann ist das jetzt ganz einfach und das hat die Anträge explodieren lassen und sie haben es dann auch so gemacht, dass man jede Woche oder dass man gleich so Serienanträge machen kann, einmal im Monat oder einmal in der Woche die Straße freizugeben für alle. Das ist ein sehr gutes Beispiel auch für andere Städte, weil diese Anträge oft sehr verkorkst sind und durchaus einer Verbesserung bedürfen meist. Was in Holland gemacht worden ist, die haben sich sehr viel mit der Analyse von der Schulumgebung beschäftigt und wie Kinder da eingebunden werden können und deren Ideen aufzunehmen. Das sieht man da in der Stadt Tilburg. Die haben ein Programm gemacht über alle Schulen und wie man die Schulumgebung sozusagen Kfz-Verkehr reduzieren kann. Das ist insgesamt auch in den städtischen Verkehrsplan eingeflossen sozusagen. Und nachdem Schulen ja flächig verteilt sind auf die Stadt, hat es natürlich auf die ganze Stadt und die Nachbarschaften in der Stadt eine enorme Wirkung. Das Modell von Bozen ist ein relativ älteres, aber die Verbreitung wurde im Metamorphosis vorangetrieben. Und zwar geht es darum, da um die Verkehrsakupunktur, das heißt Eingriffe ins Straßensystem für ganz, ganz kleine Eingriffe, nur 15 Minuten pro Tag wird genau die Straße vor der Schule vom Kfz-Verkehr befreit. Nichts Großes, aber hat eine große Wirkung sozusagen auf die Art und Weise, wie die Schüler und Schülerinnen zur Schule kommen. Nämlich sie wechseln vom Auto dann auf zu Fuß gehen und Radfahren. Und damit wird das ganze System natürlich für alle, die zur Schule wollen, sicherer.
Und das ist die Schulstraße nach dem Bozener Modell. Und es hat sehr, sehr gute Wirkung für die aktive Mobilität und damit auch für die Leistungen im Unterricht, weil einfach Kinder, die vorher schon bewegt waren, für aufnahmefähiger sind, für konzentrationsstärker. Was auch in mehreren Städten gemacht worden sind, waren Kristallisationspunkte. Und eine Möglichkeit, solche Kristallisationspunkte zu etablieren, ist Urban Gardening, ist Gardening auf öffentlichen Flächen. Da kann man sehr gut Leute zusammenbringen, Leute, die sich sonst üblicherweise nicht unterhalten. Also hat auch soziale Wirkung, aber hat auch Wirkung in der Aufwertung vom öffentlichen Raum. Eine andere Möglichkeit ist, Sharing-Punkte, sogenannte Mobile-Points oder sowas anzubieten, wo man Räder entleihen kann bis hin zu Carsharing. Das wäre auch eine Möglichkeit der Kristallisationspunkte, wie es zum Beispiel in Zürich gemacht worden ist. Ja, die Sache ist auch nicht neu, aber in München hat es begonnen. Die Idee, Bäume in Straßen zu bringen, damit die Vorstellungskraft der Menschen angeregt wird, wie das ausschauen würde, wenn mehr Grün in ihrer Straße wäre. Und das wird dann verbunden mit Gießpatenschaften etc. Und am Ende sozusagen steht der Prozess, das dauerhaft zu machen. Das heißt, wirklich Bäume dort einzugraben. Zuerst gestartet wird mit der Vorstellung einmal und dann mit dem Realversuch sozusagen und dann mit der finalen Allee. Anderer Punkt war in einer Teilnehmerstadt in Meran. Und zwar gibt es oft das Problem, wahrscheinlich nicht nur im Iran, dass es zwar Regeln gibt, aber da oft mit Augenzwinkern von den Behörden, der Polizei etc. darüber hinweggesehen wird. Das war im Iran der Fall. Es hat zwar ein Parkverbot gegeben in einem Areal, aber trotzdem war es zugeparkt. Und da haben die Kinder sozusagen auf ihrem Schulweg das natürlich relativ schnell herausgefunden, dass das sehr störend und unangenehm ist. Und um das richtig plakativ sichtbar zu machen, haben wir gesagt, okay, wir machen eine Alternative auf dem Platz, wo normalerweise Autos falsch parken. Und haben dort aus einem Kreativprozess eine Skaterrampe entwickelt. Da sieht man den bunten Einweihungsprozess und das ist sehr gut und sehr auffällig geworden, dass die Fläche eigentlich was anders auch sein kann als ein illegaler Autoabstellplatz. Was in fast allen Metamorphose-Städten gemacht worden ist, ist einfach diese Straßen vor der Schule und in der Schulumgebung eine andere Bedeutung zu geben und der als Schul- und Aufenthaltsbereich zumindest temporär mal auszuprobieren als Labor für, wie wäre das, wenn man auf der Straße was anderes machen würde, als dort Autos abzustellen oder hin und her fahren zu lassen. Und da sieht man natürlich sofort, dass viel mehr Leute was davon haben. Graz gibt es zum Beispiel eine Schule, wo das gemacht worden ist, wo 16 Parkplätze 400 Schüler gegenüberstellen, die da einen Vorteil davon hätten. Die Idee so einer längeren Schulstraße ist halt, von 7 bis 17 Uhr zum Beispiel während der Schulzeit den Kindern den Raum zu geben und für die andere Zeit den restlichen Verkehrsteilnehmern. Ja, was kann man da alles machen? Welche Strategie ist Metamorphosis gefahren? Also man kann beginnen mit einem Tag einmal Kfz-Verkehrsbefreiung zu machen. An bestimmten Tagen, kann sein irgendwelche lokalen Tage. Man kann sagen, okay, das machen wir jetzt häufiger, regelmäßig. Jedes Monat oder jede Woche oder wir machen es für längere Zeit, zum Beispiel die Mobilitätswoche etc. und machen da Unterricht im Freien, Pausenaufenthalt etc. Dann kann man machen die dauerhafte Befreiung vom Autoverkehr während der Schulzeiten, habe ich gerade angesprochen, also die 7 bis 17 Uhr Straße, das kommt aus Odensee ursprünglich, gibt es aber auch in Bregenz. Das ist sozusagen während der Schulzeit ist es Schulraum und für die andere Zeit ist es Raum für Kfz-Verkehr. Oder man kann überhaupt komplett Straßen aus dem Verkehrsnetz nehmen rund um Schulen. Das hat Paris gemacht mit 28 Straßen diesen Sommer, die dauerhaft aus dem Verkehrssystem genommen worden sind und als Lebensraum umgewidmet worden sind.
Das ist natürlich der optimale Fall. Man kennt es nur von Bahnlinien, dass irgendwelche Bahnlinien stillgelegt werden und renaturiert werden oder Radwege daraus gemacht werden. Aber man kann natürlich auch nicht gebrauchte Straßenteile rausnehmen aus dem Verkehrssystem und stilllegen, in dem Sinn stilllegen für den Autoverkehr, aber völlig beleben für alle anderen Nutzer, kann ein Park draus werden etc. Das ist in Paris hervorragend gelungen. Was auch ein Teil von Metamorphosis war, ist diese Dinge der Umwandlung des öffentlichen Raums in den Schulunterricht zu integrieren und daraus Hausübungen zu machen und mit Aufgaben der Elterneinbindung, wo Eltern interviewt werden, wie wäre das dann, wenn vor dem Wohnort der Kinder, wenn es da auch Wohnstraßen gäbe, verkehrsberuhigte Bereiche und in der Art reißt das Wissen dann von der Schulumgebung, wo die Kinder die Erfahrung gesammelt haben, selber mitgestaltet haben, nach Hause zu den Eltern, Großeltern, Nachbarn, Freunden und die Verkehrsberuhigungsidee kommt dann in der Art in der Nachbarschaft relativ auf einen interessanten Weg, sage ich einmal, an, nicht über irgendeine Bürgerversammlung oder wie man sonst macht, sondern über diesen Weg, über die Schule, über die Kinder. Und da gibt es schon erfolgreiche Beispiele, beispielsweise die Mülltrennung ist auf dem Weg, dass man es in der Schule gemacht hat, den Kindern gelernt hat, auch zu den Eltern, zu den elterlichen Haushalten nach Hause kommen. Und genau über denselben Weg macht man es jetzt mit der Verkehrsberuhigung und mit der Kfz-Verkehrsbefreiung. Das ist auch eine Strategie von Metamorphosis. Hier noch ein Beispiel aus Zürich, wo mit Siedlungen gearbeitet wurden, wo die Kinder die Analyse gemacht haben und wo auch so Sharepoints eingerichtet wurden oder unfreundliche oder ein bisschen so ein Angstraum, eine Fußgängerunterführung schon bunt ausgemalt worden ist mit der Hilfe von Kindern. Oder was mir besonders gut gefällt, als Werks- und Kunstunterricht an der Zürcher Schule ist ein Parkplatz transformiert worden in eine Saftbar, wo die Kinder dann die Eltern bewirtet haben und gleichzeitig gelernt haben, dass eine so eine tote Parkplatzfläche wahnsinnig lebendig aufgewertet kann. Und das auch als Teil des Schulunterrichts. In München hat man probiert mit Gamification, München auch eine Partnerstadt, die Kinder zur aktiven Mobilität zu bringen, so eine Art elektronische Schnitzeljagd, wo man Punkte einsammeln konnte und wo Jung und Alt sozusagen auf die Punktesuche gehen kann. Das hat auch die Leute zusammengebracht. Das ist jetzt leider dann, war irrsinnig erfolgreiche Sache, die sehr viele Leute erreicht hat. Aber durch die Corona-Regeln ist es jetzt natürlich schwieriger geworden, das weiter umzusetzen. Beziehungsweise es ist eingestellt worden, aber ich glaube, wir haben heute sogar jemanden aus München dabei, da können wir vielleicht noch in der Diskussion kurz nachfragen. Ja, Hybridzonen, Nachbarschaftsfrühstück, das ist der Bezirk, wo wir in Graz gearbeitet haben. Das Frühstück an dem Straßenabschnitt, den man da sieht, war temporäre Kfz-Verkehrsbefreiung. Inzwischen ist es so, dass ab nächsten Frühjahr dort Fußgängerzone sein wird. Also das hat auch Wirkungen. Ja, und dann gibt es auch die Möglichkeit, mit mobilen Elementen den Raum zu wandeln, vom Autoraum, vom Kfz-Raum zum Lebensraum. Sieht man da schön mit so einem Holzauto sozusagen, das bespielt werden kann. Aber STVO-gerecht kann man es machen mit Fahrrädern. Da sieht man zwei Lastenräder in einer bestimmten Form, zufällig in der Größe von einem Parkplatz. Und wenn man diese Lastenräder parkt, kann man sehr schnell und unkompliziert Kfz-Parkraum in Lebensraum verwandeln, was wir da in Graz mehrfach ausprobiert haben und was eigentlich noch immer läuft. Ja. Wie können andere nachlesen von dem, was da erarbeitet werden, von Lernen? Also wir haben die verschiedenen Aktivitätsfelder, die 7 Städte und auf 70 Factsheets ist das Wissen so aufkonzentriert. Die kann man downloaden und wir haben insgesamt fast 700 Interventionen vollbracht, was
was richtig viel ist, was ich am Anfang schon angesprochen habe, ein wahnsinnig erfolgreiches EU-Projekt. Ja, was ist auf so einem Fact-Sheet drauf? Da rechts sieht man es. Also Kurzbeschreibung, was das ist, wie die Wirkung ist, wo man es anwenden kann, welche Empfehlungen für Nachmacher gegeben werden und vor allem auch an Kontakt zu denen, die es gemacht haben. Da kann man dann auch fragen, wie das wirklich gegangen ist, wenn man so etwas Ähnliches in seiner Stadt machen möchte. Ja, dann gibt es noch eine Broschüre mit Daten und Fakten zum Thema Raumwandlung, Straßenrückgewinnung für Kinder zum Download in vielen Sprachen. Ja, und dann eine Sache noch, warum ist das überhaupt, das hätte man ja alles natürlich auf nationaler und lokaler Ebene auch machen können, warum macht man überhaupt ein EU-Projekt? Und ein EU-Projekt macht man eigentlich, um so gemeinsame Erkenntnisse zu erzielen. Und eine dieser Haupterkenntnisse war, es gibt eine wahnsinnige Ungleichbehandlung, wenn man das Gleiche tut, sozusagen mit verschiedenen Kuverts oder Einfassungen. Am rechten Bild sieht man, was verboten ist, sozusagen auf einem Parkplatz ein Pool hinzubringen und Kinder da spielen zu lassen in einem Bällebad. Macht man das im richtigen Kuvert drinnen, nämlich in einem Autokofferraum, dann ist das natürlich erlaubt, weil dann ist es ein Autoparkplatz. Und das ist eine Diskriminierung eigentlich im Zugang zum öffentlichen Raum, die klar bevorzugt Menschen, die gewissen Gegenstand besitzen, in dem Fall das Auto, die kriegen automatisch öffentlichen Raum dazu geschenkt, wenn es ein Straßenparkplatz ist, beziehungsweise zu sehr günstigen Kosten dazugegeben. Alle anderen, die dort zum Beispiel frühstücken wollen oder ihre Kinder spielen lassen wollen und kein Auto besitzen, die kriegen einfach keinen Zugang zu diesem öffentlichen Raum. Und das ist fast in jeder europäischen STVO als das Normale verankert. Und da wäre es gut, und das ist auch unsere Empfehlung an die EU, da einmal Leitlinien zu geben, wie die STVO diese Diskriminierung beenden könnte und zu gerechteren Verhältnissen, was den Zugang zum öffentlichen Raum betrifft. Weil es ist nicht besonders logisch, wenn ich irgendwas kaufe, dass ich dann was dazu geschenkt kriege an öffentlicher Fläche, vor allem weil die Fläche oft so knapp ist und auch für andere Nutzungen notwendig und wichtig wäre. Ja, das wäre dieser Ansatz, einmal die Guidelines zu machen, um die STVO von diesen Diskriminierungen zu befreien. Ja, und das würde uns hoffentlich dann zu einem neuen Normal führen, weil das jetzige Normal ist ein bisschen verrückt. Danke fürs Zuhören. Jetzt unsere erste Frage ist als erstes mal eine Wortmeldung und zwar Gratulation zu dem großartigen Projekt. Und die Frage ist, wie siehst du das Spannungsverhältnis zwischen temporären und dauerhaften Veränderungen im Straßenraum verschulen? Spannungsverhältnis, weiß ich jetzt nicht. Im Grunde ist es eher eine Strategie, in kleinen Schritten sie einer dauerhaften Veränderung anzunähern. Und da ist halt ein temporärer Zugang, dass man sagt, okay, ich mache es einmal für einen Tag, ich probiere es aus, dann wissen die Lehrer, wie es ist, die Lehrerinnen und Lehrer, wie es ist, dann wissen die Kinder, wie es ist, dann kriegt man ein Gefühl, wie kann das gehen. Wenn es dann in Richtung öfter und normal geht, dann sozusagen entsteht der Wunsch, warum macht man nicht noch mehr? Das ist eigentlich die Idee, einmal einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann Schritt für Schritt dieses Gefühl zu stärken, die Straße könnte viel mehr sein als nur Autoverkehrsfläche. Ja? Und das Spannungsfeld ist es für mich nicht, sondern das ist eher, wie kommt man schön langsam dorthin. Da braucht es halt irgendeine Art von engagierter Person, ob es jemand in der Schule ist, vom Elternverein etc. Und meist geht es von der Ebene aus und dann braucht man noch wohlmeinende Behörden, die sozusagen relativ einfach diese Umsetzungen erlauben. Jetzt die temporären. Bei den dauerhaften Umsetzungen sozusagen braucht es länger
längere Verfahren, bis das wirklich gelingt. Aber an der Fußgängerzone da im Land kann man ja sehen, dass das gelingen kann. Man muss es nur starten nochmal. Danke. Eine weitere Frage haben wir, und zwar werden die Interventionen auch nach Projektende in irgendeiner Weise Fortsetzung finden? Ja, ich denke ja. Ich denke ja, wenn man, weil Appetit macht Hunger, wie sagt man, wenn man mal was beginnt, dann kommt man ja auf den Geschmack. Und es ist jetzt nicht so, dass wir vom EU-Projekt haben wir jetzt sozusagen manche Vorgänge unterstützen können, ansuchen, Zeit da investieren. Aber es spricht nichts dagegen. Es gibt ja einige Nachbarschaftsvereinigungen, die aus sich heraus solche Anträge stellen und anfangen damit, öffentlichen Raum zu verändern. Und ich denke, es ist auch bei den Schulen so, dass jetzt einmal der Samen gesät ist und wir hoffen natürlich, dass die Saat aufgeht. Danke. Und bei manchen, in Tilburg oder so, in niederländischen Schulen ist es ja überhaupt so, dass das Teil des Gesamtverkehrsplans ist, das zu tun. Also das steht in ihrem Verkehrskonzept, in ihrem Sump drinnen, dass die Schulen schrittweise verkehrsberuhigt bzw. Kfz-verkehrsbefreit werden. So weit sind wir jetzt noch nicht in allen Städten. Manchmal muss es auch vom Bottom-up kommen, sozusagen von der Schule und von Eltern. Ja, die Wanderbäume, die sind ja gewandert. Die Idee der Wanderbäume ist nach Wien gewandert. Dort auch mit einem gewissen Konfliktpotenzial, die sind einmal umgehackt worden, die Wanderbäume. Das war eine Vandalenaktion. Es hat aber nicht vielleicht so gewirkt, wie sich die Vandalen gewünscht hätten, sondern dadurch ist die ganze Aktion sehr publik geworden mit den Wanderbäumen. Also es kann auch in die andere Richtung wirken, wenn man was verhindern oder keine Freude damit hat. Und dadurch sind ist diese Begrünung erst richtig, die Begrünungsdiskussion in Fahrt gekommen. Wir haben noch weitere Fragen jetzt bekommen. Eine lautet, in Graz beginnen jetzt die Arbeiten an einem neuen SAMP. Fließen die Ergebnisse von Metamorphosis ein? Ja, das hoffen wir. Das hoffen wir. Wir können natürlich alles zur Verfügung stellen. In Graz ist es eh so, da waren wir als Koordinator dabei und der Landwirbel als Nachbarschaftsorganisation. Aber wir haben das natürlich überall mit den zuständigen Stellen der Stadt vorgestellt, kommuniziert. Und erst letztens ist da eine Wohnstraße, das war am 1. Oktober, hat eingeweiht worden, wo die ganze Straße mit bunten Elementen sozusagen markiert wurde, mit Straßenmalfarbe, sodass die Kinder draußen Unterricht machen können. Also das war schon eigentlich von der Verkehrsplanung koordiniert und die Metamorphose sozusagen auch Mittel da beigesteuert und Arbeitszeit. Also so funktioniert es und in dem Sinn bin ich mir fast sicher, dass da auch die Erkenntnisse von Metamorphosis in den Grazer SAMP-Prozess einfließen werden. Genau, einen Kommentar zu den Wanderbäumen haben wir noch. Und zwar, die Wanderbäume sind schon in Graz und zwar in der Stempfergasse. Gibt es die auch? Ah ja, genau, das stimmt. Das stimmt, das habe ich jetzt unterschlagen. Die kann man bestellen, kann man das dazu schreiben, wo man, ich glaube, da kann man eine Bestellung machen, wenn man sowas gerne in seiner Straße hält, wenn ich da nicht falsch liege. Weil vielleicht kann man das in den Chat reinschreiben, wo man es bestellen kann, wenn man in Graz gern so einen Wanderbaum hätte in seiner Straße oder mehrere davon. Sonst werden wir das einfach mit der E-Mail. Sie bekommen danach eine Nachbereitungs-E-Mail mit der Präsentation. Ja, das ist, glaube ich, vom Urbanen Mobilitätslabor Graz organisiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, das werden wir dann dort mit reinfügen auch. Wir haben noch eine weitere Frage, und zwar, wie schaut es eigentlich aus mit der Vereinfachung der Straßenfestgenehmigung in Graz? Ja, das ist eine gute Frage. Also schon seit fast Jahren haben wir das Beispiel eigentlich von anderen Städten,
Wien hat es zum Beispiel auch so eine vereinfachte Vorgangsweise, One-Stop-Shop für Antragsteller etabliert. Und in Graz bemüht sich, glaube ich, die Stadträtin K. sehr darum, eigentlich seit Jahren, glaube ich, aber jetzt ist es, glaube ich, wirklich gelungen, so eine Broschüre für Leute, die Verkehrsbefreiungen organisieren wollen, Straßenfeste etc., auch so eine Handreichung zu erhalten. Ich weiß noch nicht, ob sie schon fertig verfügbar ist, aber es wird schon seit längerer Zeit gemunkelt, dass sie fertig sei. Also das müsste man jetzt direkt anfragen bei der Stadträtin K., ob man sowas schon erhalten kann, damit man sie leichter dort, also Verkehrsbefreiung zu beantragen. Bis jetzt sind keine weiteren Fragen gekommen. Ich möchte mich nochmal bedanken für den inspirierenden Vortrag. Sollten noch weitere Fragen kommen, gern sonst auch per Mail. Sie werden, wie gesagt, eine Nachbereitungs-E-Mail erhalten mit einer PDF-Version von der Präsentation und auch einem Link zu der Aufzeichnung vom Webinar. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke auch. Schönen Tag.